wie versprochen, da bin ich schon wieder, der Uwe. Hi, jetzt mal wieder mit einem Messer. Wieder einem Messer von AliExpress. Frisch eingetroffen, das Messer, unbenutzt, nur ausgepackt, ein bisschen begrabbelt und wieder in die Dose reingepackt, in eine wunderhübsche Pappdose, Pappkarton. Okay, das Messer habe ich bekommen von, den Link bekommt ihr natürlich, ich hoffe inbrünstig, ja, dass dieses Messer nicht aus Versehen mal wieder von einem mir unbekannten Messer eine Kopie ist. Das ist immer so, die Frage. Aber keine Zeichen auf der Klinge oder sonst irgendwo im Beipack deuten irgendwie darauf hin, dass es das ist. Also gehe ich jetzt persönlich davon aus, dass dieses ein Messer ist, was in China produziert und auch dementsprechend designt wurde. Ja, hallo, da bin ich, der Uwe. Und Messer. Ja, und dann packe ich das Messerchen mal aus. Das ist ein Messer, das hat mir mit einer super tollen Schlaufe dabei. Das hat mir aus verschiedenen Gründen hat mir das hergefallen. Das ist wie gesagt von AliExpress, frisch eingetroffen, kostet 32,49 Euro inklusive allem Schnickschnack und war innerhalb von, schlapp 2 Wochen war es hier. Also die machen schon eine ganze Menge, was früher 6-7 Wochen waren, ist jetzt schon so circa in die 2-2,5 Wochen Klasse so reingeraten. Also die tun schon etwas, um das Material schneller hier hinzukarren aus CN. So, ne? Chinese Nation, glaube ich, heißt das CN. Gut, das ist der Typ GT0173. Für sage und schreibe 32,49 Euro. Das ist natürlich auch nicht Peanuts, 33 Euro, aber für das, wofür ich es halte und was ich so gesehen habe, mehr kann ich auch nicht sagen, wenn ich das so auf AliExpress da mal sehe, dann sieht man das schon. Vielleicht bekomme ich das irgendwo noch einen Euro billiger, vielleicht, kann sein, vielleicht habe ich dann aber auch Lieferkosten. Das hier war lieferkostenfrei. So, wir haben hier ein Messerchen mit einer Kreidekscheide, gut gemacht. Und das ist Thema, oder sagen wir es mal so, das ist nicht Thema, sondern die Möglichkeit eines Messers zu tragen, als diesen Clip hier abzuschrauben und das als Neckknife zu sehen. Die ganze Sache, wir haben hier als Messer 102 Gramm und inklusive der Kydex mit dieser Gürtel oder auch Taschenklammer 206 Gramm. Also das ganze Teil hier etwas mehr als 200 Gramm ist durchaus noch im Kettchen oder mit einer Strippe, vielleicht mit irgendeinem Tonnenwirbel, wie auch immer, um den Hals zu tragen als Neckknife. Aber ich habe die Möglichkeit mit diesem Clip, mit Federkraft hier unterstützt, die ganze Geschichte, das entweder hierhin zu montieren oder dahin zu montieren, also für Links- und Rechtshänder, durchaus geeignet. Das kann ich soweit abschrauben und da ist kein monströser Tech-Lock Riesen-Otto, der sehr breit aufträgt. Ist immer so, das Verhältnis aus Messer, Klinge und der Kydex-Scheide und dann so ein riesen dickes Adapter da drauf. Das finde ich immer irgendwie, ich kann es zwar, gibt auch welche, die drehbar sind, ja, ist viel möglich, aber diese kleineren, da bin ich eher so richtig von überzeugt, die finde ich dann etwas putziger. Und das habe ich eigentlich gesucht, wo es um die Klammer geht und auch darum, ob ich diese Kydex-Scheide mit dem Messer am Gürtel tragen kann. Ja, kann ich, ist breit genug, habe ich noch gar nicht gemessen. So habe ich noch gar nicht gemessen. Ich habe hier eine maximale Gürtelbreite von rund 60 mm. Also das sollte überall dran passen. Auch irgendwo an den Gurt vom Rucksack oder vom Backpack oder Backpack oder wie auch immer, kann ich das dran machen. Oder aber ich kann es auch, dafür habe ich das hier schon soweit gesehen, man kann es auch als Hosentaschenclip nehmen. Sprich, das ganze Messer relativ tief, ist jetzt nicht super Deep Carry, aber ich komme hier noch an den Griff dran und kann es dann so in die Hosentasche reinpacken. Das ist natürlich klasse.
Und das funktioniert auch. Und je nachdem halt auch, wie tief oder wie hoch ich den Clip hier anbaue, auf welcher Seite, für Rechtshänder oder auch für Linkshänder, kann ich den Clip dann umbauen und den trotzdem in der Tasche tragen. Und der Vorteil ist, die Kydex-Scheide ist sehr fest, aber, und auch natürlich mit meinem Lieblingsloch, mit meinem Loch da drin, mehreren Möglichkeiten. Ich kann ja noch, wenn ich meine, hier noch zwei zusätzliche Nieten einbauen, ist ja alles möglich. Die Kydex-Scheide an sich ist sehr dick und sehr verwindungssteif und der Halt des Messers ist, da rappelt fast nichts drin, minimalst. Und ja, dann holen wir mal das Messer raus. Ich kann es hier in dieser Trageweise auch so jetzt hier rausziehen. Aber gutes Klick, mal kurz für euch zum Hören. Und beim Rausziehen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Messer. Das Messer gibt es in diesem grün und auch in schwarzen G10. Der Werkstoff ist D2. Wir haben kein weiteres Emblem von irgendwelchen Firmen, die es dann ja nicht sind. Sprich Copy, Fake oder wie auch immer, sondern einfach nur Messer, Klinge, D2 Stahl. Wird angegeben, eine Härte von 59,60, also vollkommen normal für diesen Stahl. Wir haben eine Gesamtlänge von 17,7 cm und die Klinge hat hier 8 cm, bis hier so Mitte Griff gerechnet. Und wir haben eine Klingenstärke von 3,7 mm. Und die ist auch als Full Tank durchgezogen mit einem anständigen Loch für Lanyard. Und irgendwelche Ziehhilfe oder irgendwelches Gebömmel, wie auch immer. Da kann man sich ja dann ein bisschen hübsch machen. Die ganze Geschichte. Wir haben hier drauf ein Jimping, was kein richtiges, echtes Jimping ist. Also nicht super, nicht scharf ist. Aber man merkt schon das leichte Geraspel hier drüber. Das heißt, das gibt dann dem Messer viel mehr Druck. Kleine Klinge, viel Druck. Also da kann man schon richtig was mitmachen. Speziell die 3,7 mm Rückenstärke. Wir haben hier einen Flachschliff, der sehr hoch angesetzt ist, also eigentlich ein Säbelschliff von Hause aus, kein reiner Flachschliff, aber sehr hoch angesetzt. Und dieser Flachschliff wiederum, der hat hier einen Winkel von 11 Grad hier runter. Klar, ich muss ja von der Rückenstärke runterkommen. Und wir haben eine Schneidwarte von 0,5 mm und 38, 39 Grad an dem Schneidwinkel, sprich die Hälfte halt an Schleifwinkel. Das sind normale gute Werte, also knapp unter 40 Grad. Winkel ist auch bei dem D2 Stahl vollkommen unkritisch und irgendwelche Ausbrüche sind da auch nicht zu erwarten. Und wenn wir so mal sehen, die Spitze relativ schlank. Gleichmäßig. Hier oben dran mit so einem Swatch, diese Fehlschärfe, die hier oben dran kommt, das ist mehr eine optische Geschichte, ist aber nicht doppelseitig geschliffen auf beiden Seiten, also das nicht. Und das ist natürlich hiermit mit der Länge und so weiter vollkommen Paragraph 42a konform. Alle Kanten, die hier sind, die sind wunderbar entgratet oder schon gefasst, kann man schon Phase mehr zu sagen. Hier ebenfalls. Ob das natürlich dann ausreicht, um damit Material abzuhobeln oder abzukratzen oder halt den Feuerstahl zu bedienen, lasse ich jetzt mal außen vor, testen wir gleich natürlich. Aber das Messer an sich macht einen wunderbaren Eindruck und auch der Griff, der hat hier eine Länge von, ab hier gerechnet, von der Mitte, von 9,7 cm und meine Hand passt ja gut drauf. Der guckt noch minimal hinten raus, der Griff. Und da könnte ich noch ein bisschen mit. Ja, also ich habe das Messer so, wie es in der Hand ist, wunderbar. Durch die Konturierung des Griffes habe ich auch einen wunderbaren Abrutschschutz, aber trotzdem auch, weil es hier vorne schön dünn ist, eine super Kontrolle, also für kleine feine Arbeiten, egal ob Messer schälen oder irgendwelche Pakete aufmachen oder irgendwo als Backup-Messer für unterwegs oder auch im Lager, um damit halt das Essen zuzubereiten und so weiter und so fort. Tausend Dinge ist das Messer in meinen Augen für schlapp 33 Euro prädestiniert. Ein schönes Ding
Auch die Klingenlänge, das ist jetzt nicht so ein ganz kurzer Stummel, nicht so eine brutale, super dicke Klinge, mit der ich nicht viel feine Arbeiten verrichten kann. Einfach gut. Und das Messer hier, die 100 Gramm, da hat man schon mal in der Hand. Das ist schon ein bisschen was. Ja? Und ja, dann testen wir einfach mal. Ich zeige euch noch mal kurz die Scheide extra. Mit diesem Adapter. Ich hole mal eben. Wo ist mein Champ? Champ, Champ, hier bist du. So. Schraube ich das einfach mal los. Alles, was zusammengeht, geht auch immer auseinander. Ne? So, Schräubchen dabei und das hier. So, das heißt also, wenn ich das Messer jetzt mal so nur nehme als Neckknife, Strippchen rein, Kettchen oder sonst irgendwas, fertig, kein Problem. Oder eben, ich trage es jetzt so auf der Seite, ich schraube es hier fest. Oder ich schraube es hier unten drunter fest. Na, das wird zu knapp, das geht nicht. Dann müsste ich sowas machen. Entweder so rum für Tipp-Up-Trageweise. Ich kann es dann einrasten und bekomme es dann, wenn ich es raushole, ich raste es hier mit ein, mit dieser Klammer. Das heißt, der kann nicht mal eben runterflutschen. Ich muss es dann wirklich runterdrücken, sagen wir jetzt mal am Gürtel, dieses öffnen und dann kann ich es hochziehen und fertig. Also dadurch ist es auch sehr sicher, die ganze Geschichte. Ja, und wie gesagt, ich kann es hier dran montieren, auf der Seite irgendwo und kann es dann in die Tasche reinstecken und gucke natürlich dementsprechend mehr raus. Oder eben, ich entschließe mich, das hier so zu tragen, auf der Seite und kann es dann so lagerichtig hier rausholen. Also ich kann da eine ganze Menge verschiedene Varianten mitmachen und das ist das, was ich an dem Messer jetzt so toll fand. Das eine oder andere Messer hattet vielleicht auch, ja, und mit so einem Klammer. Da gibt es ja auch noch diese Clip, wie heißt die, Ulti-Clip oder so, ja, oh, da hinten rennt gerade wieder ein Fasan über die Wiese. Leckerchen, Leckerchen, komm mal her, Leckerchen, also nicht für dich, sondern für mich mehr, naja, Scherz beiseite, gut, schauen wir mal, werden wir mal ein bisschen schnitzen und mal gucken, aber ich muss ja vorher, wie immer, einen Schnitttest machen. Funktioniert, einwandfrei, alles gut. Machen wir gleich natürlich nochmal. So, schauen wir mal, wie wir hiermit arbeiten können. Wir können das Messer hier über dieses, naja, Jimping, aber es tut nicht weh. Absolut nicht. Ich habe einen guten Griff hier drin. Ich kann es so mitarbeiten, ganz feine, vorne in der Spitze schön mitarbeiten. Schneidet gut. Also der Winkel von, naja, schlapp 40 Grad ist bei D2 Stahl, ist es relativ üblich, so um die 40 Grad rum zu haben. 38 vielleicht, aber ich sag mal mehr oder weniger. Also schöne kleine winzige Löckchen haben wir hier. Das geht gut. Dann versuchen wir mal so. Geht auch. Ich kann auch so hier im hinteren Bereich kann ich mitarbeiten. Kann auch mit den Fingern hier so weit drücken. Also zum Schnitzen und für diverse Dinge, Tomaten zu schneiden oder irgend sowas, optimal. Ich versuche natürlich auch den RR, also den Span, der ist schon recht ordentlich, würde ich sagen. Den hört man schon. Ja, also für das, wofür das Messer soweit, also von mir aus gedacht ist, den einen oder anderen mag es ansprechen, manche sagen, nö, da ist ein Spielzeug, da habe ich keinen Bock drauf. Aber für so ein kleines Messer, anstatt ein Klappmesser zu haben, wo ja natürlich ein feststehendes immer stabiler ist und ein bisschen, naja, ich sag mal, praktikabler, sagen wir es mal so. Dafür ist es halt eben aufgrund der Länge von der 8 cm Klinge, da gibt es eine ganze Menge Taschenmesser, die 8 cm und mehr haben, also 8, 9, 9, und so weiter.
Bei Tools for Gents haben sie jetzt wieder ein Messerchen. Die haben auch, ich glaube, was haben die? 8,7 oder sowas? Ich glaube 8,7 Klingenlänge in Magna Cut für 172. Dieses in Weiß hat mir schon ganz gut angetan. Gefiel mir ganz gut, das Taschenmesser. Klasse Ding, also naja, man bekommt ja halt auch immer eine ganze Menge für sein Geld und hat seinen Spaß da dran. Und die Haptik so, das ist schon irgendwas Besonderes. Ja, schauen wir mal, was wir hiermit machen können. Ob damit jetzt so etwas wie Feuerstahl, ich denke es nicht, aber nee, da tut sich mal nichts. An dem Jimping geht es auch nicht, hier hinten habe ich nichts. Das ist alles abgerundet und zwar schön abgerundet. Ich könnte halt nur die eigentliche Klinge nehmen, aber das ist so ziemlich das Letzte. Eigentlich die Zwo-Stahl kann ich es mit tun, mit jedem Messer eigentlich. Aber ich sag mal so, dafür unbedingt gedacht ist es nicht. Also das funktioniert nicht so, wie ich jetzt so gedacht. Und ja, das ist auf jeden Fall ein schönes kleines Messerchen. Mir gefällt das ganz gut. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen rumschnitzen. Und so ein bisschen rumhacken, mal schauen. Ja, ich meine, selbst 100 Gramm durch den kleinen Hook hier hinten dran, diese Mulde, Fingermulde, kann ich das auch ganz gut mit 2 bis 3 Fingern nehmen. War nicht die Hauptaufgabe eines solchen Messers, ist klar, aber ich will jetzt auch so ein bisschen die schauen, ob da irgendwelche Probleme sind. Wir können ja viel schreiben, D2-Stahl, aber auch wenn es irgendwo so ein 7 Chrom 14 ist oder 18, kann man da eine ganze Menge mitmachen. 14C28 wird auch ganz gerne genommen, ne, bei solchen Messern, ist auch ein guter Stahl, aber auch ein 440C-Stahl kann man gut nehmen. Also das funktioniert irgendwie ganz gut. Testen wir nochmal, ob sowas wie Spitze. Ja, das geht gut. Also das Messer so rum oder so rum, das geht schon ganz gut, muss man sagen. Ja, also zum Schnitzen, Essenszubereitung und so weiter und so fort, kann man da wirklich nicht meckern. Auch nichts in der Hand weh, hier oben so. Klasse. Kann man nichts gegen sagen. Nochmal eben testen. Ja. Man merkt auch nicht beim Schneiden, ob da irgendwo ein hakliger Moment ist. Also, Riesensauerei hier. Das war ein Aufräumen. So, zeige ich euch noch mal kurz die Klinge jetzt auch im Nahbereich. Ne, so mattiert, gefällt mir auch sehr gut. D2, keine weiteren Elemente, Laserungen oder was auch immer von fremden anderen Herstellern. Die Kanten sind wirklich sehr, sehr schön gefasst. Auch hier hinten am Griffstück sieht alles gut aus. G10, so ein bisschen rau sieht es aus, so stoffmäßig, so ein bisschen so Canvas oder Canvas. Ja, das ist also das Messerchen, da habe ich mir mal wieder geleistet auf AliExpress. Den Link kriegt er. Daten natürlich wie immer im Vorfeld im Steckbrief, das habe ich mir so angewöhnt und finde ich auch ganz gut. Da kann man Stopp drücken und sich das dann dementsprechend die Werte nochmal in aller Ruhe angucken. Lasse ich immer so, was weiß ich, 2, 3, 4 Sekunden an und ja, kann man sich das in aller Ruhe dann angucken, die Werte. Und der Link, der kommt natürlich auch, logischerweise. Und Preis, wie gesagt, schlappe 33 Euro. Ist in Ordnung und das Messer ist gut kombinierbar mit anderen Techlock-Systemen oder was auch immer man da dran machen möchte. Und das Gewicht insgesamt von etwas mehr als 200 Gramm ist natürlich auch gut. Ist jetzt nicht super schwer, aber auch kein absolutes Leichtgewicht. Liegt gut in der Hand. Finde ich gut. Also das Messer kriegt von mir definitiv Punkte.
für viele Dinge. Stahl, Verarbeitung, kein Grat, kein gar nichts dran. Muss man sagen, gut, klasse. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst mir ein Abo da und ja, bleibt mir vor allem gesund, das ist immer das Allerwichtigste und habt den Spaß am Draußensein, an der Natur, Tieren, alles was da ist und nehmt vor allen Dingen auch die Jüngeren mit, kleinere Kinder oder Ältere, spielt da gar keine große Rolle. Ich denke also, dass man wirklich auch in Kindertagen selber da so seinen Spaß dran hat, draußen im Wald zu sein. Und wenn der Vater oder Mutter oder Bekannter irgendwelche Dinge auch schon kennt, die man dann da mal erklären kann, so eine Art Waldkindergarten, sage ich mal, finde ich auch total klasse, dass die Kinder halt daran geführt werden und dann auch dementsprechend merken und sehen, die Natur, die sollte man auch so erhalten, wie sie ist und man lässt keinen Dreck da, man macht auch keinen Riesenkrach wegen den anderen Tieren und anderen Leuten, die vielleicht gerade im Wald schalten, das häufig sehr weit. Und wenn da irgendwelche Krakeelenden, auch irgendwelche Hunde, die nicht erzogen sind, da rumkläffen so ewig lange, das ist dann keine Erholung. Auch nicht für die anderen Leute halt. Ja, nur mal so, ich finde das gut, wenn gerade auch die Jüngeren rausgehen, ab in den Wald, egal welchen Alters. Und habt euren Spaß draußen und bleibt mir vor allen Dingen gesund. Tschüss, euer Uwe. Oh, halt, Uwe, hier. Zack. Einzelaufnahmen kommen natürlich auch noch. Tschüss! Hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.